Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit einem 1. April Special. Wir haben einen Entertainment Manager sowas von verladen. Großartig. Und dann habe ich für Sie noch einen klasse Ausflug auf den Bahamas. Viel Spaß. Extra für Sie und extra zum 1. April haben wir uns was Schickes ausgedacht. Wir haben uns gedacht, wir nehmen mal einen Entertainment Manager und verladen ihn aber so richtig. Die Kollegen an Bord haben da was zusammengestrickt. Sie werden es nicht glauben. Und alle haben mitgemacht bis zum Kapitän. Gucken Sie mal. Versteckte Kamera. Im TV-Studio ist das noch leicht. Kamera an, gut positionieren und wir verlassen den Raum. Damit er kurze Zeit später von, Sie ahnen es, Heli betreten werden kann. Eigentlich zu einfach bis hierhin, denn er kommt jeden Tag vorbei, um seine Durchsage zu machen und den Gästen mitzuteilen, was das Abendprogramm noch bereithält. Was er natürlich nicht ahnt, ist, dass ihm eben diese Durchsage zu seinem großen Durchbruch verhelfen wird. Mit unserem Schnittprogramm zeichnen wir diese nämlich auf, um sie später zu bearbeiten. Guter Trash ist schwierig, das ist die Sache. Was hierbei herauskommt, ist der neue Dubstep-Superhit. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich. Um 20 Uhr zu unserer Vorabend-Game-Show. Die Pyramide. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich. Damit er auch außerhalb vom Schiff die Runde macht, schreiben wir ihn auch auf die Autogrammkarten. Sicher ist sicher. Doch zuallererst muss unser Opfer in die Falle treten. An der AIDA-Bar treffe ich mich mit Christina, unserer Guestpörserin. Ich freue mich. Einen der Dekobäume haben wir mit unserer Actionkamera präpariert. Jetzt fehlt nur noch Heli. Sobald er dazu kommt, geht der Dreh normalerweise relativ schnell vonstatten. Liebe Gäste, auch die Doch heute bekommen wir überraschenden Besuch von zwei Gästen. Heute verarschen wir Heli. Lisa und Christian sind irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass Heli jetzt ein Solo-Programm gestartet hat. Einfach gestört? Ja. Und wie durch Zauberhand sind zwei von den Autogrammkarten in ihrem Besitz gelandet. Kann man deine Autogrammkarten signieren? Von wem? Ja, von dir. Von mir? Ja, sicher. Was? Heli ahnt nichts und wird hier das erste Mal mit seinem neuen Hobby konfrontiert. Schau mal rein. Das Logo auf der Karte scheint ihm noch gar nicht aufzufallen. Aber dafür haben wir ja unseren Blogvogel. Was unsere Kollegin da gerade raussucht, ist unsere liebevoll gestaltete Fanpage. Jeder Post ein kleiner Image-Schaden. Was ist denn das? Ein zweites Standbein? Jetzt kommen wir, was nicht so zu tun. Proletenmoneten für die Königin. Aber die Musik ist geil. Muss immer bei Napster oder bei Spotify gucken. Ich weiß davon gar nichts. Nee, du nicht. Aber deine Chefin Silvia, unsere Hoteldirektorin, die hat mittlerweile auch Wind von deiner Musikkarriere bekommen. Heli! Ja, was ist los? Das ist ja Wahnsinn, was hast denn du da gemacht? Das finde ich ja echt super, wollte ich mich überraschen. Pass auf, du kannst nicht mit dem Fußball-T-Shirt und der Brille, da reißt du den Mund so auf. Pass auf, wir treffen uns jetzt gleich beim Fotomanager. Ja, warte, wir machen nur schnell die Abreise von Nee, die Abreise kannst du später machen, das ist egal. Das können wir morgen auch noch machen. Geh jetzt einmal zum Fotomanager, da treffen wir uns gleich. Alles klar, gut, ciao. Okay, ciao, bis gleich. Hey, ich weiß davon gar nichts. Ja, Chef, das hattest du mittlerweile erwähnt. Nun ist es Zeit für mich, meine Kamera zu schnappen und heimlich von der Schulter zu filmen. Jetzt ruft Silvia gerade an. Das ist ja so super. Wir treffen uns jetzt sofort beim Fotomanager. Ich so, für was? Was ist denn jetzt los? Für was denn? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber das geht nicht. Ich glaube, du brauchst erstmal einen Moment für dich. Und für Stefan und für Pia. Denn das Foto-Office wird heute auch Kamera überwachen. Hey. Hey, was ist da los? Da kommen gerade zwei Gäste zu mir. Die helle Härte. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Autogrammkarten gemacht. Ich weiß es nicht. Na, so langsam werden wir wohl etwas nervös. Silvia lässt sich aber auch Zeit. Doch irgendwo muss Heli sein Mitteilungsbedürfnis über diese komische Situation stillen. Autogrammkarten, die auch bei Facebook, Heli Hart, so Dubstep-Musik und so weiter, cool und hin und her. Und ich so mein Foto drauf. Die haben sie bei uns gedruckt, oder? Ich hab keine Ahnung, wo die haben. Für meinen Geschmack geht Heli noch etwas zu locker mit dem Ganzen um. Mal gucken, ob wir da Abhilfe schaffen können. Sigi ist als HR-Managerin normalerweise dafür zuständig, so etwas wie Mobbing zu unterbinden. Normalerweise. Ich habe jetzt gerade eine E-Mail bekommen von unserer Social-Media-Abteilung in Rostock und die sind da irgendwie auf dem Profil, irgendwie auf dem Facebook-Profil. Jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht. Quatsch, das ist irgendwie, sind die da nicht so ganz begeistert, was da... Ich habe damit nichts zu tun. Ja, da müssen wir nochmal reden. Ich muss jetzt weg leider, aber wir reden da nochmal drüber, weil das ist jetzt ja, irgendwie ein bisschen aufgepoppt, ne? Ja, können wir gerne machen. Gut, ciao. Alles klar, ciao. Sollen wir jetzt welche drucken, oder wie? Na, jetzt ruft mir HR-Managerin an.
Ja. Was spielen die jetzt? Silvia kommt weg. Nee, du. Silvia kommt noch nicht. Erstmal folgt der nächste Anruf von unserer Crewpurserin Therese. Was wir uns für sie ausgedacht haben, hat mit der Geschichte an sich zwar nichts zu tun, ist aber lustig, weil übergelaufene Toiletten immer lustig sind. Dass da eine Toilette übergelaufen ist. Deine Kabine ist jetzt gerade gesperrt, die Plumber sind dran, das wieder zu richten. Jetzt ruft die Crewpurserin an, dass meine Kabine gesperrt ist, dass die Toilette übergelaufen ist. Ich so was? Okay, so ist schon mal jede Rückzugsmöglichkeit außer Kraft gesetzt. Also Helis Fokus liegt aber mittlerweile sowieso längst woanders. Heli hart, mein Bild. Die Härtel und hier eine Dubstep-Musik, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was das ist. Also bei dir auf deiner Seite? Nein, nein, nicht auf meiner. Zum Glück fällt ein Fotograf mit umgehängter Kamera nicht auf. So können wir Heli weiter beobachten. Der hat mittlerweile Silvia ausfindig gemacht. Ja, guck dir das an. Das ist doch geil. Gibt damit nichts zu tun. Das machen wir neu. Das macht man nicht neu, weil das mit mir gar nichts zu tun hat. Und wie das mit dir zu tun hat. Dein Song hat sich verbreitet wie der Alkoholpegel bei einer Kurzreise. Und um den ganzen die Kapitänsmütze aufzusetzen, holen wir noch 4 weitere Streifen ins Boot. Moin Moin, liebe Gäste. Einen wunderschönen guten Abend. Hier meldet sich mal zwischendurch der Kapitän. Wir Kollegen haben von uns entdeckt, dass wir im Internet einen Titel von unserem Entertainment Manager Heli gefunden haben. Der spielt hier schon, oder läuft hier schon den ganzen Tag auf der Brücke rauf und runter. Und er durchgehört, ob wir den heute Abend performen im Theater um 21 Uhr. Also da sind Sie dann recht herzlich eingeladen. Ja, genau. Schauen Sie mal rein. Es lohnt sich. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Hier ist der Entertainment Manager Heli und den heutigen Abend auf der Aura. Schauen Sie mal rein. Es lohnt sich. Wir starten. Okay, bevor Heli jetzt noch anfängt, den Text auswendig zu lernen, lösen wir lieber auf. Es sind ja auch mittlerweile genug Leute um ihn herum an der Aida Bar versammelt. Ich so, was ist das? Ja, und? Ich hab damit nichts zu tun. Ja, cool. Das hat doch alles funktioniert. Und das TV-Team konnte sogar noch 2 unterschriebene Autogrammkarten abgreifen. Die haben jetzt einen ganz besonderen Platz, direkt über der Mikrofonanlage im TV-Studio. Schönen Abend auf Wieder Aura. Ihr Entertainment-Manager, Heli. Das hier ist Kim. Sie ist einer der bezaubernden Scouts bei uns an Bord und sie war bei den Gästen unterwegs in Nassau auf den Bahamas. Bitte schön. Und wenn Sie mehr wissen wollen über unsere Schiffe oder über unsere Reisen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, Sie haben darauf gewartet, die Verlockung der Woche. Bitte schön. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche, heute hinterlegt mit wunderbarer Musik von Silvia Minardi. Silvia Minardi ist ein Entertainment Manager bei uns auf AIDA Prima und sie hat mit Kollegen zusammen, die nicht vom Sangesfach sind, einen Liederabend gemacht. Wunderbares Event für die Gäste an Bord und für sie haben wir ein Lied rausgesucht, da geht es musikalisch nach Jackson, aber wir bleiben auf AIDA. Schöne Woche wünsche ich Ihnen. Talking about Jackson ever since the
And never coming back.